Ich begrüße euch das allererste Mal aus dem Train Simulator aus. So, hoch. Train Simulator Classics, wie es mittlerweile heißt. Und das ist im Grunde genommen jetzt ein neues Let's Play hier. Ich habe lange damit geliebäugelt, mir den Train Simulator zu holen und habe ihn auch schon mir vor einiger Zeit geholt, konnte mich aber bisher nicht damit großartig beschäftigen. Jedenfalls dazu gleich alles mehr, alles weitere. Wir sind hier unterwegs in der Baureihe 102, hier noch in dieser Skoda-Lackierung. Dahinter haben wir die Eurocity-Wagen. Ja, das ist eine fiktive Zusammenstellung, das gibt es so nicht. Das ist auch nur ein Quick-Drive-Szenario, also so eine Art schnelles Spiel. Einfach nur, um mal den Train Simulator mal so ein bisschen auszutesten mit euch zusammen. Und dann würde ich sagen, wir gucken uns an, was einfährt. Nur 146. So, dann setzen wir uns mal hier rein in den Führerstand. Ich hoffe, ihr kriegt das hin, den Führerstand aufzurüsten. Wir drehen uns mal hier nach hinten und drehen einmal den Batteriehauptschalter um. Hoch. So, das müsste funktioniert haben. Dann mit Shift R. Na Moment, das System startet gerade. Da sehen wir es. So, ich hoffe, der Führerstand ist jetzt aktiviert. Ja, müsste eigentlich. Dann stellen wir uns einmal noch die Beleuchtung um, dass wir drei weiße und hinten zweimal rot haben. Das müsste dann die 5 sein. Genau, das müsste soweit passen. Bremsstellung R ist okay. Federspeicherbremse lösen. Hat, glaube ich, hoffentlich schon geklappt. Dann machen wir Folgendes. Einmal den Kompressor hier auf manuell stellen. Stromabnehmer heben wir noch nicht. Das ist die PZB-Einrichtung, Makro, Pfeife. Okay, da kommt nichts. Das ist die AFB. Aus der Fahrtrichtungswender, den können wir schon mal. Können wir noch nicht in Vorwärtsstellung. Okay. Jetzt schon mal abblenden. Nee. Achso, das macht er bestimmt gleich, wenn wir die Vorwärtsfahrt ausgewählt haben. Auf jeden Fall, jetzt müssen wir erstmal hier ins Menü und dann in Nemeco. Das ist nämlich Deutschland. Na? Hat das jetzt geklappt? Ich hoffe. Dann können wir den Stromabnehmer einmal heben. Nee, können wir noch nicht. Na, was ist denn? Der Stromabnehmer ist noch unten. Also vielleicht den Fahrtrichtungswender in Vorwärtsstellung? Na. Was ist denn? Was brauchst du denn? Okay, das funktioniert noch nicht so ganz. Aber warum nicht? Weiß es gerade nicht. Haben wir hier irgendwas vergessen? Moment, Batterie, das passt soweit. Federspeicherbremse, Von
Ja, ich habe den Führerschein noch nicht aktiviert. Kein Wunder, dass es nicht geklappt hat. Zwangsbremsung, 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 Zwangsbremsung. So. Okay, aber aus irgendeinem Grund ist die PZB noch nicht an. Jetzt ist sie an. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Genau, PZB ist an, dann können wir jetzt den Stromabnehmer heben. Stromabnehmer ist oben. Und der Hauptschalter. Wenn ich jetzt nur wüsste, was das hier heißen soll, ne? Nee. Hey! Das wollte ich nicht. Ach, okay, jetzt nochmal Ohren zu. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal. Zwangsbremsung, 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 Zwangsbremsung. Das müssen wir uns nicht anhören. Das, also auf jeden Fall, wir haben hier die Baureihe 102 und SBB-Wagen. Hier auch schön den Panoramawagen. Ja, auch nicht schlecht. Restaurant. Herrlich. Wird, glaube ich, von El Ventino betrieben. Die Restaurants der SBB. Achso, die Türen können wir vielleicht mal aufmachen. Genau. Zwangsbremsung, Zugbeeinflussung. Genau, dann haben wir das jetzt soweit. PZB ist an. SIFA ist, weiß ich nicht, ob die SIFA an ist, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Federspeicherbremse müsste dann soweit jetzt gelöst sein. Die Bremse ist aber noch angezogen. Genau, wir haben hier praktisch diesen Fahr- und Brems-Kombi-Hebel und hier haben wir die direkte Bremse, also die Lokbremse. Okay, dann würde ich sagen, die Türen sind auch schon zu. Okay. Dann würde ich sagen, Bremse lösen. Und wenn alles richtig gemacht wurde, dann können wir tatsächlich fahren. Ach so, Moment. So. Und so. Na? Verzeiht es mir, es sind meine ersten Meter hier im Train Simulator, da weiß ich noch nicht alles. So, Instrumentenbeleuchtung machen wir uns auch noch an. Jawohl. Und mit etwas Glück können wir jetzt aber fahren. Okay, wir können uns auch schon befreien. Zugbeeinflussung. Und dürfen 100 fahren. So, ein bisschen Leistung hinzu. Hier schaltet man praktisch Leistung ja immer so stückweise auf. Also ein bisschen wie bei der Foslogi 6. Oder beim Flirt. Wir haben heute nur einen einzigen Halt, nämlich Koblenz. Und das war's dann auch.
bisschen zu viel Leistung. So, ab hier dann 160. Hier die DTG-Hauptzentrale. Das wird sicherlich eine ziemlich zwanghafte Fahrt heute. Da kann ich, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass es ohne Zwangsen funktioniert. Wo war denn nochmal das Horn? Hier, ne? Makro. Taste N. Ah, sehr schön. Bisschen Leistung drauf. Das müsste auch geklappt haben, dass das hier das Update ist. Also, dass hier praktisch so ein Vegetations-Update noch mit auf die Strecke drauf gepatcht wurde. Also, dass die Strecke so ein bisschen schöner aussieht als ja, das, was einem DTG da liefert. So, noch ein bisschen Leistung, dann haben wir die 160 erreicht. Was mir nicht so gut gefällt, ist dieses Flackern von der Oberleitung, aber das ist vermutlich in irgendwelchen Einstellungen von mir geschuldet. Ich kann ja mal ganz kurz hier in die Einstellung gehen. Kameraoptionen. Der Kraft, Umgebungslichtintensität, Kontrast, Sonnenlichtintensität. Gehen wir damit vielleicht mal ein bisschen zurück. Umgebungslichtintensität. Ja, ein bisschen nochmal zurück. Kontrast. Ja, okay. Hart zum Fahren aus. Naja, aber das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Tastaturanordnung, Welteditor, Optionen, Kameraoptionen. Na gut, das Sichtfeld. Ein bisschen noch zurück. Wobei, so ist glaube ich ganz gut. Vignette brauchen wir nicht. Farbfilter brauchen wir auch nicht. Okay, es gibt keine Grafikeinstellungen in diesem Sinne. Zumindest hier während des Spiels. So, dann haben wir die 160 erreicht. Also Leistung zurück. Wenn ich jetzt nur wüsste, wie ich die AFP anmache. Control R, Control Shift R. Steuerung R. Signal zeigt Langsamfahrt. Na, bremst. Warum bremst du nicht? Warum bremst du nicht? Warum bremst du nicht? Okay, das gibt eine Zwangsordnung. Eieieiei. Zwangsbremsung, Zwangsbremsung, Zugbeeinflussung, Zwangsbremsung, Zugbeeinflussung. Lass mir die AFP aus. Ich glaube, es hätte funktioniert, wenn ich nicht die AFP benutzt hätte. So, dann
müssen sich die Bremsen jetzt lösen. So. Dann halt keine AFB. Okay, wir sind in der 40er-Einschränkung. Also der Train Simulator wird sicherlich nicht in diesem Sinne allzu oft auf dem Kanal kommen, zumindest jetzt in nächster Zeit. Also es wird in diesem Sinne keine Regelmäßigkeit geben wie der Train Sim World. Der bleibt definitiv weiter in der Platzhirsch hier. Aber ab und an mal, wenn ich es schaffe, mal ein bisschen Rollmaterial zusammenzuklauben und das Ganze auch mit der Installation und so, dann kann es gut sein, dass wir ab und an mal eine Runde auch hier im Train Simulator drehen, während wir gerade an Bonn-Medem vorbeifahren. Und zwar mit 60 VMAX. So, Langsamfahrt gilt ab hier. So, 60 sind erreicht. Ich denke mal, hier hinter der Weiche dürfen wir dann wieder auf Streckenhöchstgeschwindigkeit hoch. So, genau, 160 dürfen wir jetzt. Wir können uns auch mal hier in die Passagieransicht setzen. Haben, glaube ich, genau, können hier durch die Wagen einmal wandern. Das machen wir später, wenn wir am Rhein vorbeifahren. So, ein bisschen Leistung. Nehmen wir mal die 120, 130 kN, das müsste reichen, ohne dass wir ins Schleudern kommen. So, Ankündigung für 100. So, 100 sind erreicht. Also die Lok hat halt definitiv hier die Qualität von TSW, gar keine Frage. Also das ist schon absolute Weltklasse und das Ganze ist halt wirklich Freeware. Und das ist kaum zu glauben, dass dafür kein Cent bezahlt werden muss. So. Ja, ja, jetzt hier links taucht gleich der Rhein auf. Da ist er, glaube ich, auch schon. Genau. So, 100 sind erreicht. Hallo.
Genau, weiterhin 100. Das Schiff wirkt etwas deplatziert, aber naja. Achten wir da nicht so sehr drauf. Wir rollen jetzt auch nur erstmal die ganze Zeit, während wir hier vorbeifahren, an. Rolandseck. Wir sind jetzt gerade auf der linken Rheinstrecke unterwegs. Und auf der anderen Seite ist da die rechte Rheinstrecke, aber die kann man nicht sehen, die ist auch hier im Simulator nicht mit drin. Ach, herrlich. Was würde ich dafür geben, dass es diese Strecke im TSW gibt? Das wäre ein Traum. Wahnsinn. Na? Geht keine Vorbeifahrt von unten. Schade. So, bis Koblenz sind es noch 42 Kilometer. Also noch ordentlich was vor uns. An dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön an den lieben Tom, Tom Fresco. Der hat mir bei der Installation bzw. beim Zusammenfinden von verschiedener Freeware und Payware und so weiter geholfen. Beziehungsweise Payware habe ich jetzt noch nicht so viel. Aber auf jeden Fall ordentlich Hilfe geleistet bei der Freeware und das ist natürlich etwas, was ich sehr wertschätze. Also vielen, vielen lieben Dank dafür, während wir jetzt gleich auf 120 hoch beschleunigen. Ich jetzt ungefähr. Ja, was habe ich noch an Payware? München-Garmisch. Das können wir uns auf jeden Fall auch mal angucken. Und das war es dann, glaube ich, sonst eher so an deutschen Strecken für den Moment. Aber da wird sicherlich noch ein bisschen was dazu kommen im Laufe der Zeit. Es ist ja für den TSW momentan eh nichts in diesem Sinne zu erwarten. Gut, da gibt es eine deutsche Strecke, die in Entwicklung ist, aber wir wissen ja, Stand jetzt immer noch nicht, welcher das ist. Und das wird auch sicherlich ein bisschen dauern, bis sie rauskommt. Also von daher ist es gar nicht mal so schlecht, diesen Zeitpunkt jetzt zu nutzen, um sich ein bisschen in den Train Simulator einzufinden. Ich weiß nicht, ob ich die Sichtweite umstellen kann, dass da hinten das Ganze auch noch geladen wird und nicht erst praktisch, während man da erst dran vorbeifährt. Gut, wir fahren vorbei an Hier gibt es kein Bahnhofsschild, da. Remagen. Da ziehen wir unsere Kreise. So, Hauptsignal war grün. Also der Sound, ne, von der 102 hier ist so gut. Ich glaube, mit der werden wir noch ein bisschen häufiger unterwegs sein. So, 160 ab hier.
Muss man echt gucken, dass ich das mit diesem, ja, dieses Flimmern hier wegbekomme. Da gibt es bestimmt irgendwelche Einstellungen dafür, die ich noch nicht gefunden habe. Also, wenn man praktisch erst aus dem Spiel draußen ist. Es gibt auch ein, zwei Dumpfloks, die ich mir installiert habe als Freeware. Gibt es im Rails im Forum. Die werden wir auf jeden Fall auch noch ausfahren. Hab zwar keine Ahnung, wie man die fährt, aber das werden wir dann herausfinden. Während wir jetzt erstmal auf 160 hochgehen, da vorne kommt der Kollege vorbei oder die Kollegin. So, hier fahren wir vorbei an Sinzig. Und Leistung weg. Gebaut wird die Lok in Tschechien von Škoda und ist in Deutschland aktuell hauptsächlich vor dem München-Nürnberg-Express vorzufinden. Aus Baureihe 102. Ich glaube, ansonsten fährt sie in Deutschland nicht rum, weder im Fernverkehr noch im Nahverkehr und auch nicht im Güterverkehr. Ist allerdings in Tschechien recht häufig anzutreffen. Also die tschechische Staatsbahn, die haben da die ein oder anderen Skoda-Loks. Da ist es auch die Baureihe 360 oder 380. 380. Es gibt auch für die Lok hier einen DB-Repaint, aber da habe ich jetzt nicht dran gedacht, vor der Aufnahme hier das entsprechende Repaint auch noch zu installieren. Und wie gesagt, der Zugverbund ist auch komplett fiktiv. Dementsprechend. Aber ich fand die Wagen eigentlich ganz schön. Die SBB-Wagen. Und die passen ja perfekt auf die Strecke. Hier fährt ja der Eurocity 8 lang. Tun wir mal so, als seien wir der Eurocity 8. Allerdings nicht bespannt mit einer Baureihe 101 oder einer Taurus, sondern halt eben der guten Skoda Baureihe 102. Okay, 160 sind erreicht. Ein bisschen runter mit der Leistung. Also ich hätte mal gedacht, dass mir der Unterschied zwischen TSW und Train Simulator viel, viel stärker auffällt, im Sinne dessen, dass es mir im Train Simulator viel weniger gefällt. Einfach weil man sich nicht so frei bewegen kann. Oder sich halt gar nicht frei bewegen kann, sondern nur im Führerstand drin sitzt. Aber so sehr fehlt das ehrlich gesagt am Ende auch nicht. Es ist sehr, sehr cool, die Funktion, dass man wirklich als Person im TSW rumlaufen kann, aber ja, ich komme auch jetzt hier im Train Simulator bestens damit aus, hier nur im Führerstand zu sitzen. Ist auch okay. Ich meine, im TSW kann man ja auch nicht während der Fahrt außen rumwandern oder in den Wagen, geht ja nicht. Was wir machen können, ist die Passagieransicht. Den wunderschönen SBB sitzen. Haben wir hier Sachen abgestellt? Naja, nicht schlecht. Brohl.
Also ich persönlich bin als Fahrgast schon häufig auf dieser Strecke unterwegs gewesen. Ich finde es immer wieder absolut wunderschön, hier auf der linken Rheinstrecke zu sein. Gerade der Abschnitt nach Koblenz wird ja besonders schön. Ne? Also zwischen Koblenz und Mainz, beziehungsweise aber auch noch ein Stück weiter bis Richtung Frankfurt. Also absolut malerisch. Und sicherlich einer der schönsten. Oh, wir sind viel zu schnell. Und das war die Ankündigung auf 110. Hoffentlich hat die TG hier keinen Geschwindigkeitsprüfabschnitt verbaut. Gut, in der Realität sieht es ein bisschen anders aus von der Vegetation hier, aber naja. Hier gelten die 110, vermutlich wegen dieser Kurve. Und da kommt uns ein Intercity entgegen, oder? Nee. Ein Güterzug mit einer 101. Ja, DTG, ne? Die können es halt. Gut, ich will mich nicht über fiktive Zugzusammenstellungen beschweren. Immerhin fahren wir hier gerade eine nicht minder fiktive Zusammenstellung. Wobei man natürlich sagen kann, es gab durchaus Güterzüge, Züge, die ja mit der Baureihe 101 bespannt gefahren sind. Zwar nur sehr wenig. Mehr oder weniger testweise. Es war ja der ursprüngliche Plan tatsächlich, dass die Baureihe 101 nach ihrem Einsatz bei DB Fernverkehr dann letztendlich zu DB Cargo übergehen sollte. Aber das ist dann letztendlich nicht passiert, weil die Testfahrten, die es dann gab, mit einer 101 bespannt vor Güterzügen, ergeben haben, dass es da irgendwelche Probleme gibt bezüglich der Puffer oder der Kupplungsstangen, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall scheint wohl die 101 nicht so geeignet zu sein für einen Güterzug. Deshalb werden die 101er nach ihrem Ableben im Fernverkehr nach und nach dem Schrottplatz zugefügt. Leider. So, wir dürfen 130 fahren. Oh, herrlich. War da eine Ankündigung? Ja, auf 120. So, ab hier gelten die 120. Während wir jetzt vorbeifahren an Weißenburg. Und ab hier dann wieder 160.
Okay, auf geht's. Wieder hoch mit der Geschwindigkeit. Hoffen wir, dass die Lok nicht ins Schleudern gerät. Ja, 150 Kilonewton. Hier dieses, ich glaube, das ist ein Atomkraftwerk, wenn ich das richtig im Kopf habe, das aber nie, niemals in Betrieb gegangen ist aufgrund von irgendwelchen Baumängeln. Ist das Atomkraftwerk von Mülheim Kärnich oder so? Naja. So, wir fahren vorbei an Urmitz und haben noch 10 Kilometer vor uns. Das ging echt schnell, oder? Also es macht ja richtig Spaß. Deshalb geht es ja so unglaublich schnell. Ich hätte nicht gedacht, dass ich im Train Simulator so viel Spaß haben werde. Wie findet ihr das so hier im Train Simulator? Wäre das was? Interessiert euch das prinzipiell so als Videos? Welche Strecken würdet ihr euch da wünschen? Welche Fahrzeuge? Da gibt es ja wirklich einige sehr, sehr gute Fahrzeuge von VR, von 3D-Zug etc. Mal gucken, ob ich vielleicht das eine oder andere davon in einem Sale mal ergattere. Nochmal in die Fahrgastansicht wechseln. Ja, Signal ist grün. Können wir hier auf die Einzelsitze. Also wir sind jetzt leider hier nur in der ersten Klasse unterwegs. Wir können auch, glaube ich, nicht wechseln zwischen den Wagen. Schade, ich hätte gerne eine Innenansicht im Panoramawagen gehabt. Aber okay, Koblenz-Lützel in 1 Kilometer und 5 Kilometer, bis wir in Koblenz sind. Ich glaube, die Leistung kann ich einfach schon mal komplett rausnehmen. 90er Ankündigung. Ohne PZB-Magnet. So, vorbei am Eisenbahnmuseum von Koblenz. Müsste, glaube ich, hier irgendwo sein, ne? War das das schon? Ja. Das ist hier, ne? Ja, genau. Hier das Stellwerk, das berühmte von Koblenz-Lützel. Tatsächlich mit einem Formsignal noch, dass das mit drin ist. Coole Sache. Coole Sache. Bisschen älteres Rollmaterial steht hier noch. Und wir lassen rollen. Ich glaube, es lohnt sich gar nicht, da Leistung weiter aufzuschalten.
So, das ist der Bahnhof von Koblenz-Lützel. Können die Türen? Wow. Fenster? Nee. Ist aber auch nicht schlimm. So halt zu erwarten. Wird natürlich bestätigt. Ja, gut, das deutsche Eck fehlt hier gänzlich. Das müsste eigentlich hier stehen, aber naja. So, Koblenz Stadtmitte folgt jetzt. Ja, aber wir müssen vorher schon anhalten. Also vor Koblenz Hauptbahnhof. Okay, dass das Signal rot ist, wundert mich ein bisschen. Aber wir sollen ja nicht hier anhalten, also beziehungsweise halt eben nicht hier die Fahrt beenden. Ja, es geht. Hier das Lörr Center, das ist ein Einkaufscenter. Haben wir vergleichsweise ganz okay nachgebildet, glaube ich. Ja, nicht schlecht. Okay, wir fragen mal den Fahrdienstleiter an. Genehmigung verweigert. Warum denn? Fliegen wir mal rüber. Okay, anscheinend steht der wohl noch auf unserem Gleis, kann das sein? Spieler zentrieren. So, da sind wir. Und da steht der. Und du fährst aber nicht. Pourquoi? GDL Magazin. Okay. Ja, komm, RE nach Andernach. Signal ist rot. Ich habe das Gefühl, dass wir hier nicht großartig weiterkommen. Wir gucken uns einmal ein bisschen hier in Koblenz um. Das würde mich mal sehr interessieren, wie das hier so aussieht. Hier vorne diese Burg, das ist, glaube ich, eine JVA, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist in diesem Sinne realistisch, dass die hier steht. Ist natürlich nicht perfekt nachgebildet, aber ja, gar nicht mal so schlecht. Okay, hier fehlt natürlich der Weg, der hier hochführt. Ne? Ich glaube, die Burg ist, diese Burg hier oder was auch immer das eigentlich ursprünglich war, ich gehe mal davon aus, so eine Burg oder Festung, ist auch ein bisschen höher, glaube ich, gelegen. Das ist noch etwas tief, würde ich behaupten. Aber ja. Ja, doch, ein bisschen zu tief, weil ich kann mich recht gut erinnern, dass ich hier auch mal ziemlich genau hier irgendwo stand. Aber das war dann mehr so hier, so Pi mal Daumen und nicht da unten. Okay, so. Der Zug steht da immer noch, ne? Ja. Was haben wir noch? Also hier das Bahnhofsgebäude von Koblenz. Joa, das sieht gut aus, muss ich sagen. Ja, das passt. Das passt echt gut von außen. Also ich war schon das ein oder andere Mal in Koblenz, muss ich dazu sagen. Deshalb habe ich da so ein bisschen, kann ich das eigentlich recht gut beurteilen, würde ich behaupten. Innen ist natürlich, ja, ist klar, da ist nichts, aber ist ja auch nicht der TSW vermisst.
Haben Sie diesen Mann gesehen? Nee. Sollte ich? Ich will ihn gar nicht sehen. Ja, und der Rest, gut, hier ist jetzt natürlich alles recht unrealistisch und hier, je weiter wir entfernt sind vom Bahnhof, desto weniger realistisch ist das. Hier fehlt ja sogar das Wasser. Also, ja. Aber wie gesagt, hier vorne steht dann eigentlich das deutsche Eck hier an der Stelle. Und ja, hier, genau, hier ist so eine Art Innenhafen oder sowas ähnliches. Hier fehlt allerdings die Werft, die hier steht. Hier steht auch eigentlich eine Werft an der Stelle. Meine ich zumindest. Wen es interessiert, der kann ja mal bei Hans Dampf vorbeigucken, bei seinem YouTube-Kanal, als er mal Koblenz bei Transport Fever 1 damals noch nachgebaut hat. Also, das war auch eine wahnsinnige Leistung. Von den Brücken her würde ich sagen, passt es halbwegs. Ja. Tja, gut. Okay, ups, jetzt ist mir. Na, so. Ich dachte kurz, dass mir das Spiel abgeschmiert ist. So, wir gucken nochmal, wie es aussieht mit unserem Signal. Das Signal ist immer noch Rouge. Und der steht da vorne immer noch. Okay. Dann ist das halt so. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle unsere etwas holprige, aber nicht unerfolgreiche erste Fahrt im Train Simulator. Lasst es mich gerne wissen, wie ihr es so fandet, ob ihr da gerne mehr von haben wollen würdet. Ja, genau. Alles Liebe, alles Gute.